Ja, die kriegen Säure Schaden. Oh, 6 Schaden. Es ist nicht so einfach für einen Gegner, jetzt nachzudenken, wenn ich einer seiner stärksten Gegner habe. Oh. Nicht gut. Wohin macht das? Au. Ja, super. Reanimierte Tote. Super. Ja, wie viel darf es denn noch sein? Ich weiß, wo du bist. Versucht zu beschleunigen, ne? Aber ich glaube, das vom Spiel hatte nur darf nur einmal draufschlagen. Ui. Da kommen einige. Ich werde dich immer finden. Ja, die Explosion locken die dann. Deswegen sind die jetzt auf dem Weg dahin. Das heißt, ich habe die quasi weggelockt. Ja, cool, einer weniger. Doch nicht. Feind steht noch. Ein Icarus-Sprung, eventuell hier. Geht's nicht in die Ecke? Na gut, dann nimm mal die Ecke hier. Eventuell muss Caper da gleich verschwinden. Es kommt drauf an, wie. Weil es im Weg steht. Versuchen wir jetzt gerade mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Caper muss ein Stück zur Seite. Rücke vor. So, dann können Sie nämlich. Ja, ja, nicht da rum hin. Können Sie nämlich einmal genau so durchschießen, dass sie die 4 trifft. So. Direkt die Verbindung gelöst. Guckt euch die Zielvorschau da unten an, ey. Die ist mal eben um die Hälfte geschrumpft. Oh. Nee, ich glaube, sie kann sowieso nichts sehen von da aus, oder? Oh, doch. Ein paar Verlorene hat sie. Einige Verlorene sogar. Dann fangen wir mit dem an. Einer von vielen. So, dann knüpfst du dir den davor. Der hat so viel Leben. Sie sind nicht die Opfer. Dann nimmst du den Chrysaliden da hinten weg. Auf nimmer Wiedersehen. Ich habe keine Kugel mehr. So. Noch zu viel Säureband. Ich den aber hier hin schick. Kriegt er keinen Säurebrand. Und müsste eigentlich klappen, wenn ich ihn jetzt inspirieren gebe. Was nicht geht, dann hat sich das erledigt. Schade.
Ziel eliminiert. Bist du immun gegen Säure? Ich muss bald nachladen. Darf ich das nicht sehen hier? Sonst darf ich das immer sehen. Ja. Aber anscheinend wäre es sie, sonst würde das hier was anzeigen. Der macht da mal Sensenmann. Der Schmerz ist gleich vorbei. Und jetzt wird's lustig. Geh mal auf den Lanzenträger. Ja, Dämon. Sehr gut. Der lebt noch, scheiße! Das ist böse. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass zumindest einer stirbt. Es leben hier ein bisschen zu viele. Hostile neutralized. Ammo out. Das kann ich machen. Bereit für den Angriff. Im Zweifel muss ich Genese machen. Bin dabei. Not too shabby. Weapons burning ammo fast. Na, es riskiert das Gerät zu treffen. Besser noch vergifte, ist auch schlecht. Oh, er rennt in meinen Feldposten. Sehr gut. Eine weniger. Sei wie nur noch verloren. Sehr gerne, muss ich entweder gleich hochheilen oder. Ja, hochheilen, glaube ich, am besten. Feindliches Ziel erledigt. Du kannst dich nicht verstecken. Daneben. Daneben! Klingensturm ist schön, ne? Feind neutralisiert. Terminiert. Bin leer geschossen. Auf geht's. Scheiße, der lebt noch. Ich brauche mal eben Hilfe da hinten. So, den wegmachen dahinter. So, und dann schieße ich auf den Berserker. Ziel neutralisiert. Meines 1-5. Oder auch nicht. Bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Meines 1-5, Status bestätigt, Mission erfüllt. Hier ist auf den Berserker geschossen, weil wenn der stirbt, und ich glaube, der kriegt pro Runde 2 Schaden oder 1 Schaden, wenn der stirbt, kommt Chrysaliden raus. Das hätte ich dann zumindest verhindert dadurch. Wenn der Krieg vorbei ist, können sie als Model arbeiten. Ich möchte den Bürgern von Advent versichern, dass unsere Friedenshüter alles Notwendige tun, um weitere Angriffe durch kriminelle Elemente zu verhindern.
Die Ältesten haben vollstes Vertrauen, dass wir jegliche Bedrohung für unseren Frieden akzeptieren werden. Als ob die Ältesten ihre Alien-Armeen und die Auserwählten nicht schon genug wären. Jetzt haben wir es auch noch mit Zombies zu tun. Ach, das haben wir doch schon lange. Die haben wir doch nicht. Hallo, Commander. Hey, wir haben einen Ingenieur. Ein düsteres Ereignis verhindert. Sehr gut. Keine Ahnung, wo ich die jetzt einsetzen soll. Kameradschaft verfügbar. Ricardo Vega und Lucio Neal. Ja, warum nicht? Jo. Eine Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle Sie in Ihr Quartier durch. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Das Geld. So, was haben wir denn? Wir haben... Das ist egal. Das ist praktisch auch schon egal. Das ist bedrohlich. Wobei es eigentlich noch der ist, ja. Boah, aber ich würde eher wahrscheinlich den Alien-Code verhindern wollen. Das rechte hier, das ist kein so großes Problem. Der macht nicht viel. Der versucht dann zu zielen. Macht Betäubungsschüsse und solche Sachen. Die Angriffe auf X von verursachen Schaden beim Anwender. Das ist praktisch. Zutaten EP-Gewinne werden um 20 erhöht, brauchen wir glaube ich im Moment nicht mehr. Feinde lassen zusätzlich Beutegegenstände fallen, das brauchen wir auch nicht. Dann nehmen wir das mal raus. Und nehmen dieses Feedback mit rein, das ist interessant. Das kann uns hinterher den Arsch retten. Meine Anhänger werden gehorchen. Ich habe fast 10.000 Vorräte, ey. Was soll ich damit machen? Gut, die Hexerwaffe ist bald fertig. Sehr schön. Würde ich sagen, warten wir, bis die fertig ist. Und dann gibt es... Bam, bam. Was will ich eigentlich machen? Sammeln wir Informationen. Setze Kurs auf Westasien. Wir greifen in Kürze den Jäger an. Mit Hexerwaffe feiern. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Codename Ersatz. Der auserwählten Hexer der Ältesten, ihre vielleicht stärkste Psy-Einheit, besitzt eine Reihe von mächtigen Fähigkeiten, mit denen physische Kontrolle über seine Beute übernehmen kann. Wenn er in der Hitze des Gefechts jedoch keinen anderen Ausweg mehr sehen sollte, greift er auch auf konventionelle Mittel zurück und setzt ein relativ unspektakulär wirkendes Gewehr ein. Diese Waffe ist trotz ihrer gesteigerten Größe, um zur körperlichen Statur des Auserwählten zu passen, überraschend leicht und fein ausbalanciert. Obwohl diese Waffe Standard-Advent-Geschosse abfeuern scheint, gibt es eine unerklärliche Varianz in der effektiven Reichweite, die ich nur auf das unbekannte Material zurückzuführen kann, das im Lauf der Waffen verwendet wird. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass wir die Waffe in ihrer Gesamtheit exakt replizieren können, habe ich weiterführende Feldversuche für unsere Truppen angeordnet. Selbst wenn die Ergebnisse keine neuen Forschungsgrundlagen liefern, wird es unseren Soldaten sicher gefallen, diese Waffe gegen die Aliens einzusetzen. Ja. Disruptorgewehr. Trotz einer Fixierung auf die Psykraft trug selbst der auserwählte Hexe für Notfälle eine traditionelle Waffe bei sich. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Neue Befehle, Commander. Ich glaube nicht, dass Sie das im Testbereich herstellen sollen, oder? Nee. So, die Frage ist... Kann ich das jetzt jedem einfach so geben?
Mal probieren. Ausrüstung. Oh, Tatsache. Ja, die Zielsicherheit wird extrem erhöht. Schaden ist natürlich im Verhältnis zu anderen wahrscheinlich gut. Die würde ich keinen Sturm geben. Aber so ein Psi vielleicht. Oder vielleicht so ein Supporter. Die Idee ist gut. Ich wollte sowieso gucken. Wie sieht es denn mit den Leuten aus? Gamma müsste das dann, glaube ich, sein. Ja. Mit den Scharmützler. Die sind in der verdeckten Aktion für 4 Tage, deswegen muss ich da warten. Dann warten wir noch.